Okay, hier bin ich wieder mit einer weiteren Folge zu Sly Cooper Teil 4. Ja, und ich hatte mal den Kommentar bekommen, dass ich mich ein wenig umschauen soll hier im Versteck. Es tut mir an dieser Stelle leid. Ja, ich übersehe das halt ein bisschen hier, was ich alles so machen kann, weil ich halt mich aufs Let's Play auch konzentriere. Aber schauen wir uns einfach mal im Versteck um, was hier alles so gibt. Ich sehe da rechts, ja, R1 mit rechts, links. Oh, was haben wir denn hier Schönes? Da oben steht was. Drücke X, um ein Kostüm auszuwählen. Ja, wir sehen... Wer hat die Puppen denn da gemacht? Sie sind ja liebevoll angefertigt worden. Cool. Okay. Ah, der Van. Was war das? Was war das im Van? Drücke X, um umzuwandeln oder einzutreten. Bäm. Was ist das? Aufträge an... Ah, das wurde auch öfters mal erwähnt, dass einige Leute es sich wünschen würden, wenn man Missionen wiederholen könnte. Das scheint hier der Fall zu sein im vierten Teil. Okay. Zeitreise? Ich klicke lieber nicht, ich weiß nicht, vielleicht landen wir wieder irgendwo in der Gosse, in Paris oder so. Du bist schon zurück und so. Wir sind jetzt erstmal in Japan. Gut, was gibt's weiteres hier? Ja. Ist ja eine nette Idee, Tischtennis zu spielen, aber ihr hättet euch auch ein bisschen trockenen Boden aussuchen können. Was macht Mary da? Was macht Mary da? Der klaut bestimmt wieder irgendwie Schokoriegel. Was kann ich denn hier machen? Ey, man kann hier so viel machen, das geht doch nicht. Rotieren. Aha, ein Boxsack, cool. Ach nee, der repariert das Ding. Okay. Und dann kann er Schokoriegel rausnehmen. Was ist denn das hier alles? Ey, möchtest du Tischtennis spielen? Okay, lass uns einfach mal Tischtennis spielen. Los. Los, fang an. Achso, ich. Und bam. Ja, Bentley. Ey. Ich werde nicht von Bentley besiegt im Tischtennis. Ich werde nicht von Bentley besiegt im Tischtennis. Hey, das ist cool. Hui. Also das muss ich wirklich sagen, das ist eine nette Idee hier in Sly, aber... cool. Ja, okay, ich habe gegen Bentley doch verloren, was soll's. Eine nette Idee hier in Sly. Und was haben wir hier? Ah, Schätze. Wie ihr seht, bin ich echt reich. Gut, aber nichtsdestotrotz machen wir... erstmal weiter mit Ryuichi. Okay, YouTuber-san, es geht nun weiter mit Ryuichi Cooper, Ninja-Meister und Sushi-Meisterkoch. Nehme ich auf? Ja, okay. Okay, schauen wir uns um. Liebe junge Goldfischchen. Okay. Gehen wir in diese Richtung. Schöner in Rosa. Nein! Bitte sprüh mich nicht mit pinken Rosa Dingsens an hier. Kirschblütenparfüm. Ah, nein, bitte sprüh mich nicht mit Kirschblütenparfüm ein. Ich bin keine Tunte. Weg mit dir. Was kann eigentlich Ryuichi? Mit dem haben wir auch gar nicht so gekämpft hier, ja? Okay, ich wollte es eigentlich nicht anfechten, aber er legte es drauf an und es musste sein. War jetzt nicht die feine Ninja-Kunst, aber das kommt ja alles noch, liebe Freunde. Der Ninja-Kunst. Was ist das? Bam. Oh, cool. Das werden wir gleich mal anwenden. So, wo bin ich denn jetzt hier? Bin ich hier richtig? Lass mich raten. Ah, ich muss bestimmt wieder auf ein Dach hüpfen. Ja, dann tun wir das, ne? So, wo sind wir da? Okay. Nein, hier, Auftrag. Okay, Ryuichi. Der Plan ist einfach. Der Chefe verlässt das Schloss nur, um mit Madame Geisha zu reden. Wenn wir wissen wollen, was er ihr sagt, brauchen wir ihr Kostüm. Das Gute daran ist, dass sie gerade verreist ist. Und El Jefe weiß das noch nicht. Das Schlechte daran ist,
dass das Geisha-Haus komplett abgeriegelt ist. Von der Straße aus kommt man da nicht rein, wenn du bloß irgendwie aufs Dach kämst. Ah, für Ninja gibt's immer einen Weg. Okay. Wir sprechen uns drinnen, Bentley-san. Denn das ist der Weg des Ninjas. Aber vermutet ihr, was ich vermute? Ryuichi soll sich jetzt nicht etwa als Geisha verkleiden, oder? Das ist ja... Ich glaube nicht, dass er das über sich ergehen lässt. Ja, ein netter Schuppen hier, ja. Die Geishas kennt man ja. Also, ich höre eine Flasche. Oh Mist, ich will schon wieder nach Flaschen suchen. Aber wir suchen uns erstmal einen Weg nach drinnen. Bam! Okay, hier ist eine Luke. Wir öffnen sie und springen hinein. Ohne zu wissen, was uns da unten erwartet. Aber egal. Hauptsache, wir sind drinnen. Ryuichi, offenbar ist das Kostüm von Madame Geisha in diesen großen Auslagebehälter eingeschlossen. Aber du solltest hier drinnen nicht den Boden berühren. Besser nicht die Wachen wecken. Na klar. Weckt eine Katze etwa die Ratten? Gut. Okay, wir kommen von oben rein. Aber der Schließmechanismus sieht so aus, als wäre er ferngesteuert. Ich möchte, dass du die Steuergeräte findest und sie aktivierst. Anscheinend ist der Durchgang zum ersten Flügel offen. Da findest du bestimmt eins. Und jede Menge Fallen. Also Vorsicht. Arigato, Bentley-san. Okay, Bentley-san. Mit Fallen kenne ich mich aus, sie auszulösen. Das Kostüm passen will. Vielleicht ist er sehr gelenkig. Okay, jetzt muss ich erstmal gucken, wie ich überall hier hochkomme. Aber ich hoffe, ich kann hier ausnahmsweise mal gesehen... Ah, hier oben. Gesehen werden. Also ich habe es jetzt nicht vor, unbedingt. Uiuiui, ist das nicht eine flotte Biene da? Und sie hat ein riesiges Horn. Riesiges Horn. Und ein Bonsai... Es tut mir leid, Bonsai-Baum. Ich mag dich. Wenn du noch existieren wirst und nicht... Brennholz geworden, Wesen, wär's, soll's, hättest können. So, okay, wir sollen irgendwas hier suchen. Hui, oh, ah, Mist. Das war jetzt wegen dem Geld. Na gut, ich geb's ja zu, ich möchte nur das Geld haben. Was soll's? Okay, da können wir drauf hüpfen. Und so bahnen wir uns den Weg... Nach nirgendwo, doch. Genau. Okay, das hätte ich vielleicht vorher schon alles machen können. Okay, Leute, ich gebe zu. Das sind keine... Oh, ich dachte, die Bonsai-Bomben bewegen sich jetzt hier. Das ist so einfach für einen Ninja. Ja, genau. Sag mal, sind wir nicht eigentlich im vergangenen Japan? Wie kann das sein, dass hier solche Scheinwerfer existieren? Verstehe ich nicht ganz, aber egal. Wir machen es wie die Ratten. Weil es Ratten sind. So, alles kaputt machen hier. Das fand ich schon immer cool, dass man hier vieles kaputt machen kann in Sly. Man kann so viel kaputt machen, dass man eigentlich gar nicht mehr sieht, was man kaputt machen. Oh! Ey, das war jetzt aber fies. Ganz schön, muss ich sagen. Das ging ja jetzt so schnell. Ich konnte mich gar nicht vorbereiten. Mein Haken hier aus der Tasche zu ziehen, den ich eigentlich schon in der rechten Hand habe, aber mein Messer zu schärfen und meine Kapuze zurechtzurücken. Schaut euch das an. Ruckzuck. Frösche. Okay. Wow, ich bereite mich vor als Ryuichi Cooper. Zack. Zack. Jetzt geht's auch flottig hier zu. So. Na, mal schauen. Oh, oh, ich mach einen Fehler. Hey, das ging aber ganz schön ruckzuck jetzt hier. Oh. Was sind das für Flieger? Au, das könnte leicht wehtun. Auf was für welche Ideen die Japaner kommen hier? Naja, das kennt man ja. Okay. Bin ich auf den richtigen Weg oder bin ich schon an irgendwas vorbeigegangen? Ich weiß es nicht.
aber ich weiß, dass der Weg geradeaus führt. Auch wenn er um die Kurve geht, egal. So. Schleich dich ins Geisha-Haus. Bin ich hier nicht schon drin, sag mal? Also den Tipp da oben, ja, hättest du dir sparen können. Oh, oh yeah. Oh yeah, das liebe ich. Oh! Wow! Wow! Ah! Okay. Das Gerät ist auf der anderen Seite. Okay. Damit haben wir doch keine Probleme. Wir mögen die andere Seite. Oh. Kamera drehen. Muss ich noch die Kreistaste gedrückt halten? Nein. Okay. Dann ist ja gut. Zack, rüber hier. Oh. Tralala. Okay, da drüben ist ein Rohr im Weg. Und der Weg scheint undurchdringlich zu sein. Da am Rohr, ja. Ist es nicht so, dass man ein Rohr als Ninja hochklettern kann? Also gehen wir die andere Seite. Ah, okay. Da ist das, was ich sehen möchte. Danke. Naja, ich durfte es schon mal sehen. Ist das nicht nett? Oh Mann. Jetzt sei ein echter Ninja. Der verkraftet das schon. Schau mich an. Ich verkrafte es nicht. Und das soll dich bestärken, dass du es verkraftest. Na siehst du. Und jetzt streng dich mal ein bisschen an hier. So, und wir hüpfen hier rüber und okay, schaffen es gerade so. Lege mich in das Schaltpult ein und ich erledige ja, komm. Okay, testen wir meinen neuen Codebrecher. Ich muss den Funken durch den Stromkreis leiten, bevor der Timer abläuft. Gut, dass ich das Leitsystem auf meinen Bewegungssensor programmiert habe. So, oh, was ist das? Noch in die Richtung neigen, in die sich der Funke bewegen soll. Okay, ich wusste jetzt erstmal gar nicht, was ich machen muss, aber ihr seht, ich steuere wieder den Controller und muss diese Zeitdinger hier einsammeln, an die ich gerade vorbeigegangen bin. Aber was soll's? Ich denke mal, wir schaffen es auch so. Ich hoff's. Ich hoff's, Leute. Okay, yippie. Wir gehen hier. Oh, das ist verwirrend. Ganz schön verwirrend. Okay, noch mehr Zeit. Yippie. Okay, hier können wir uns nochmal eine Runde leisten. Okay. Nette Idee. Also ich muss schon sagen. Hut ab. Taste drücke, müsste der Funke zum nächsten Draht springen. Was? Die Rechtstaste? Wo ist denn die Rechtstaste? Okay, wenn ich die Rechtstaste drücke, müsste der Funke zum nächsten Draht springen. Ich muss den Funken durch den Stromkreis leiten, bevor der Timer abläuft. Gut, dass ich das Leitsystem auf meinen Bewegungssensor programmiert habe. Wieso hast du doppelt gesprochen, Bentley? Kannst du mir das mal verraten? In die sich der Funke bewegen soll. Ja, ich mach es ja. Siehst du es etwa nicht? Rechtstaste. Wo ist die Rechtstaste? Das ist nicht neu. Ich kenne nur die R- und L1-Taste und so. Ja, yeah, ich sammle alle Uhren ein, denn ich bin der Uhrenmacher hier von... Los! Nein! Du sprich... Hä? Achso. Okay. Ach, die Rechtstaste. Nach rechts drücken heißt ja, ich bin so schlau. Okay. Zack, hoch hier. Da ist die zentrale Öffnung. Da muss ich hin, bevor das System herunterfährt. Wo? Naja, irgendwo wird schon sein, Wendel. Yeah, ich hab's geschafft. Heck abgeschlossen. Okay, Leute. Penelope hat sich einst als die schwarze Baronin verkleidet. Der Schwarzbaron. So, das war's erstmal für diese Folge. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann.